Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Minecraft. Ich bin gerade gekommen, beziehungsweise bin gerade dabei, ein paar Höhlen auszuhöhlen. Also nicht auszuhöhlen, sondern auszuleuchten. Ich habe gerade mein Vokabular verlegt, einen Moment. Hab's gefunden und ja, dafür für den dummen Witz habe ich jetzt extra geschnitten. Auf jeden Fall, willkommen zurück zu Minecraft Episode 113. Ich bin gerade zurückgekommen, wie gesagt, von einer Höhlentour, wo ich ein bisschen aufgeleuchtet habe. Wisst ihr was? Ich lege mal ganz kurz das Eisen ab. Und alles Wichtige. Und dann gehen wir mal zurück zum TMT. Denn ich bin noch lange nicht fertig. Ich wollte eigentlich die ganzen Höhlen drumherum aushöhlen. Also ich sag schon wieder aushöhlen. Tut mir leid, ich habe gerade mein Vokabular verlegt. Und damit meine Monster-Spawner ein bisschen schneller laufen. Ich wollte das eigentlich mal optimieren. Also wirklich optimieren. Bin ich gerade auf den Hopper gegangen? Ich bin gerade durch die Chest auf den Hopper gegangen. Auf jeden Fall. Ich lege mal ganz kurz das Eisen hier rein. Ich habe ziemlich viel Eisen. Das habe ich alles bekommen, als ich einfach nur Höhlen durchsucht habe und habe da währenddessen noch Eisen mitgenommen. Ich verteile das mal so ein bisschen. So, ist glaube ich ganz gut. Zack, zack, zack. Das wird viel Eisen. Das ist schön. Nach der Hopper-Tragödie geht es alles bergab mit meinem Eisen. Deswegen bin ich immer froh, wenn ich ein bisschen Einkommen habe. Oh ja, und ich habe die Dinger hier ein bisschen verteilt. Und es ist ganz schön laut. Zack, zack. Oh, nein, ich bin nicht zu Redstone. Und wenn ich schon dabei bin, kann ich auch gleich hier... Oh, okay. Auf jeden Fall, was wir heute machen, ist, wir kümmern uns erstmal um die Reed Farm. Nämlich... habe ich so gemacht, dass ich jetzt, wie gesagt, die ganzen Dinger verteilt habe. Aber wir wollen ja noch zum Schluss noch den Mechanismus aufbauen, der sozusagen nach 5 Minuten oder sowas immer mal das Ding aktiviert. Es ist ziemlich schwer zu reden, während die Kühe hier so rummuhen. Ja, so. Schönen Dank auch. Ein bisschen leiser machen. Auf jeden Fall werden wir das machen. Außerdem... werden wir wahrscheinlich noch ein ganz klein wenig am Haus arbeiten, denn, wie gesagt, ich habe noch ein paar Vorschläge bekommen, die ich auf jeden Fall, umsetzen wollte. Hab ich da, ach so, stimmt, ich habe ja Glowstone hingesetzt. Aber ja, ich, gehe jetzt mal zurück zum, zu dem Punkt, wo ich mein TNT habe und dann, zeige ich euch, wie ich das benutze. Falls ihr es vergessen habt, natürlich. Und ich schwöre euch, seitdem ich über das Ding gemault habe und gesagt habe, dass ich es eventuell abbaue, funktioniert das Ding tadellos. Zumindest fast tadellos. Manchmal bleibt es oben hängen, aber kein einziges Mal mehr blieb es unten hängen. So. Auf jeden Fall, wir gehen mal hier lang. Wird es dunkel oder was? Ja, tatsächlich, es wird dunkel. Oh Gott, ich hasse es, wenn es Nacht wird. Auf jeden Fall, ich habe hier drüben so einen Mechanismus. Und zwar, das ist TNT. Und das TNT ist an 2 Sticky Pistons. Nein, nicht hier. Hier unten. Es mag zwar zuerst aussehen, als ob das gleich aktiviert wird. Nein, wird's nicht. Ihr stellt euch hier rein. Also 2 Sticky Pistons aufeinander auf die Seite. Davor TNT. Und einen Schalter nebendran. Und dann macht ihr so. Und dann könnt ihr alle Höhlen sehen. Das benutze ich übrigens nicht, um Diamanten zu farmen. Keine Sorge, ich habe es nicht wirklich so nötig, dass ich sowas machen muss, um Diamanten zu farmen. Stattdessen will ich einfach nur alles aushöhlen, denn es ist fast unmöglich, alle Höhlen zu finden, wenn man sowas eine Technik nicht anwendet. Deswegen. Auf jeden Fall, da drüben sind noch ein paar Sachen, die ich aushöhlen will. Ich war vor kurzem, glaube ich... Oh Gott. Oh Gott. Ja, das passiert manchmal. Das bedeutet, das Ding hat erkannt, dass ich hier drin sitze und hat das Licht ausgeschaltet. Ich war hier vorne irgendwo. Da waren... Nee, warte mal, wo waren das? Hier irgendwo war eine riesige, ein riesiges Feld an, also so eine Ravine im Untergrund, ganz tief. Und ich glaube, das war die da. Die habe ich dort komplett ausgehöhlt und habe ganz schön viel gesammelt. Man kann übrigens das Tal davon erkennen. Aber ja, auf jeden Fall, habe ich das gemacht. Hoffe, es läuft ein bisschen schneller. Das war ordentlich Höhlen, die ich gemacht habe. Aber es liegt noch viel vor mir. Das ist nämlich das Gute. Das Ganze steigt exponentiell an. Wer nicht weiß, was das ist, das bedeutet einfach, dass am Anfang, wenn ich die Höhlen aushöhle, die Monsterspawn-Rate in meinem Monsterspawner nur langsam ansteigt. Oh, das Ding ist aus. Ja, stimmt ja, weil seit damals die Kanone hier explodiert ist, ging alles bergab. Aber ja, wie gesagt, am Anfang läuft das ein bisschen langsam. Sprich, es wird nur statt einem Mob 2 Mobs kommen oder sowas. Aber sobald man fast alle Höhlen hat, ist jede Höhle, langsam spielt dann jede Höhle eine große Rolle. Denn jede Höhle, die man aushöhlt, am Ende...
bringt so viel Monster-Spawn-Rate dazu, dass man zum Teil Verdoppelungen kriegt bei nur einer Höhle, die man aushöhlt. Aber auf jeden Fall, wir gehen mal runter und gucken. Und, ja. Oh ja, das sind die Minecarts. Oh, ja, stimmt, ich muss ja schlafen, ganz vergessen. Zum Glück habe ich mein Bett hier noch unten. Die ganzen Betten, die ich damals rausgeräumt habe wegen dem Spawn, was ich übrigens gerade nicht mache, denn ich bin zu faul, jedes Mal wieder zurück zum Spawn zu rennen und außerdem nicht schlafen zu können. Vielleicht verschiebe ich mal das Spawn-Ding irgendwo in meine Base, damit ich hier schlafen kann und gleichzeitig noch den Fallschirmspawn habe. Wer übrigens nicht weiß, was der Fallschirmspawn ist, kann gern nach Fallschirmspawn in YouTube suchen. Ich glaube, wisst ihr was, das mache ich mal live hier. Wir gucken mal nach Fallschirmspawn. Ich glaube, dann finde ich irgendwelche BF3-Videos. Nein, mein YouTube ist... Mein Video ist als erstes, zumindest bei mir. Es kann sich, es kann verschieden sein bei euch. Aber, ja, der Monster-Spawner scheint gerade nicht wirklich wollen. Also ich will es jetzt auch nicht zwingen. Deswegen gehen wir hoch. Auf jeden Fall, wie gesagt, Fallschirmspawn ist eine ganz gute Idee, die ich von Etho bekommen habe. Die ich hier umgesetzt habe. Aber das ist heute nicht das Thema. Wir wollen heute was anderes machen. Und deswegen gehe ich jetzt zu meiner Chest hier. Ich glaube, das Zeug habe ich alles da. Ich guck mal. Es wird übrigens eine längere Episode. Ich werde jetzt, habe jetzt auch... Ja, 75 ist noch hier drin. Habt ihr das gehört gerade? Nachdem alles zugegangen ist, kam nochmal ein Pisten. Das verwirrt mich immer so ein bisschen. Dass das dann so durchgeht. Egal. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ich werde jetzt noch den Mechanismus fertig machen, da unten bei der Reed Farm. Und dann werden wir drüben zum Quarzhaus gehen müssen, weiterbauen. Und ich, wie gesagt, wie ich schon angefangen habe, ich wollte das Haus, ich wollte die Folge ein bisschen länger machen. Denn, wenn ich schon Minecraft nur alle 2 Wochen oder sowas hochlade, dann mache ich wenigstens eine lange Folge draus. Das Gold lege ich ab und das Eisen lege ich auch ab. Es ist so leer in dieser Chest, seitdem ich alles hier rausgenommen habe. Ja, ist gut jetzt. Dankeschön. Ich hab's verstanden. So, ja, so. Wir nehmen aber eins der Kohle immer noch mit. Eigentlich hätte ich nur eins reintappen, reinschiften können. Aber egal. Ich habe übrigens Darkwood und, das andere Holz gesammelt. Wo sind das Akazie? Habe ich Akazien nicht gefunden? Ich habe doch Akazien gefunden, oder? Ich habe zumindest die Saplings gefunden. Ich habe doch Akazien gefunden, oder? Komisch. Wo habe ich die Akazien? Auf jeden Fall, wie gesagt, ich werde jetzt nochmal zum Mechanismus gehen, alles mitnehmen und dann sehen wir uns gleich. Oh, nichts drin. Ich habe übrigens die Kraft gefunden, das Wetter zu beeinflussen. Sorry, Leute. Es liegt daran, weil die Farm über mir ist. Wenn man jetzt ins Dunkle geht, zum Beispiel unter einen Baum oder so, dann geht der Himmel, wird der Himmel dunkel. Voll cool, den Effekt. Das passiert auch hier. Ich glaube, wenn man richtig ins Dunkle geht, also auch wenn man, also zum Beispiel unter einem Gebirge oder sowas, wenn man ins pure Dunkle geht, dann wird der Himmel schwarz, glaube ich. Glaube ich zumindest. Ich kann es mir nur so vorstellen. Oh, hi, hi. So, wir haben das Zeug hier. Ich habe alles mitgebracht. Ich habe Dropper, ich habe, Redstone mitgebracht, Redstone Torches, Repeater, alles, was wir potenziell brauchen. Was ich jetzt machen will, ist folgendes. Wir werden uns erstmal hochbauen. Eigentlich habe ich doch hier einen Gang gehabt, oder nicht? Huh, was machst du denn da? Ja, wir machen folgendes. Wir bauen zuerst einmal das hier. Bauen wir erstmal hier so einen Wall hin. Ich glaube, wenn man hier Redstone baut, dann geht das. Ja, super. Dann machen wir ein bisschen Platz. Und bauen jetzt hier den Mechanismus hin, der sozusagen alle 10 Minuten... Wollen wir 10 Minuten machen? Wir nehmen... Wisst ihr was? Ich werde jetzt mal gucken. Ganz live. Das mache ich immer, wenn ich gerade mal nicht aufnehme. Und zwar, wir gehen jetzt mal ins Minecraft-Wiki. Da hat sich die Seite, glaube ich, geändert. Das war irgendwie minecraft.gamepedia.net. Nein. Das war, glaube ich, .com. Komm. Und dann gucken wir nach Sugarcane. Mal gucken, wie lange es ungefähr braucht. Also so die ungefähre Zeit. Wollen wir mal schauen. Damit ihr auch mal seht, was ich hier mache, während ihr... Okay. Es braucht 16 Phasen, bevor auf einem Sugarcane-Block auch ein weiterer wachsen kann. Hm. Das ist natürlich jetzt dumm, wenn da steht nichts an Minuten steht. Vielleicht finde ich ihn los. Warte mal. Minutes. Nein, keine Minutes. Okay, alles klar. Dann würde ich mal sagen, dass wir einfach mal einen random Zeitpunkt auswählen. Und zwar... Oh. Wir nehmen einfach mal 3 Dropper. Und zwar, wie ihr wisst,
Items, wenn man sie auf den Boden schmeißt oder wenn sie gerade gedroppt werden oder so. Ich droppe einen Dropper, versteht ihr? Dann hat man 5 Minuten, bis sie verschwinden. Deswegen sollte man auch schnell seine Sachen holen. Denn, wie man natürlich weiß, Sachen verschwinden, wenn sie fallen lassen. Wenn man sie fallen lässt. Und genau deswegen werden wir diese Item-Zeit benutzen, um sozusagen einen Timer zu basteln. Ich zeige euch mal ganz gleich, was ich meine. Wenn ich hier mal alles hinbaue, genau. Machen wir so einen Boden hin, obwohl aus Cobblestone. Soll ich denn aus Kassel? Wisst ihr was? Ich mache erstmal aus Cobblestone. Ich kann es ja irgendwann mal noch verändern. Genau, wir machen es so. Eine Torchen. So. Was wir jetzt machen, ist, wir machen so Dropper hin. Dort legen wir dann Items rein. Wir legen jetzt erst einmal nur einen Ingot rein. Klar. So. Jetzt legen wir hier eine Druckplatte hin. Und, wie wär's denn? Ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir hier einen Block hinmachen. Oder? Wir versuchen's mal. Wir brauchen einen Schalter. Genau. Super. Brav. Den legen wir jetzt hier hin. Genau. Es landet aber, glaube ich, nicht immer oben drauf. Zumindest, wenn ich so mache. Kann ich's da hinbauen? Nein, kann ich nicht hinbauen. Okay, dann machen wir... So, so. Genau. So. Jetzt sollte es aber eigentlich funktionieren. Obwohl ich eigentlich auch so machen könnte, dass ich die Druckplatte oben drauf setze und dann unten drunter Redstone. Sowas in der Richtung. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier was reinlegen, dann wird es garantiert... Ups. Wenn ich natürlich nicht dabei stehe, fragt sich. Wird es da drauf fallen, oder? Jo. Wir versuchen es nochmal. Jo, drauf. Super. Ich glaube auch nicht, dass es zur Seite fallen kann. Jo, eins davon ist oben gelandet. Aber wir machen ja sowieso einen Block hier hin. Also von daher kann es eigentlich nur da landen. Auf jeden Fall machen wir es so. Und der Dropper wird natürlich dann ausgelöst. Dann machen wir einen Schalter weg. Und jetzt machen wir einen Inverter hier hin. Das machen wir so. Zack. Dann machen wir daraus einen... Ah ne, so können wir es nicht machen, ne? Ich glaube, wir müssen es so machen. Wir legen Redstone hier oben drauf. Genau. Und anschließend... Hey. Ich glaube, es reicht schon so, oder? Wenn wir es so machen, dann klappt es auch schon. Dann muss ich nicht mal das Redstone-Dust hinlegen. Probieren wir es mal. Oh, ich habe gerade eine SMS bekommen. Von ganz hinten hört man das. Genau. Weil wir es invertet haben, ist es jetzt so. Das ist jetzt aktiviert. Und sobald der Block verschwindet, wir nehmen das jetzt einfach mal an, das würde passieren nach 5 Minuten. Aber ich nehme es natürlich gleich auf. Dann müsste die Redstone-Torch angehen und das müsste feuern. Genau. So stelle ich mir das vor. Und jetzt machen wir genau dasselbe da. Das heißt also da was hin. Dann oben, da und hier hin. Genau. So. Hier und da. Und das gleiche jetzt nochmal. Wieder ein Inverter. Den machen wir dann dahin. Oh, ich habe keine Cobblestone einzelnen Blöcke mehr. Ja, gut, dann nehmen wir das hier einfach. Brav. So, dann wieder ein Inverter, wie gesagt. Oben drauf einen Block. Dann nehmen wir wieder einen Doppelslab. Und wieder einen Dropper. Ich hoffe, das passt so. Ich glaube, das passt von Platz her nicht ganz, deswegen... Wisst ihr was? Ich mach's mal fertig. Ich will euch jetzt nicht warten lassen, deswegen mach ich's mal ganz kurz fertig und manage es so ein bisschen vom Platz her. Und dann sehen wir uns gleich. So, dann wollen wir mal alles reinlegen. Da ist Eisen drin, dann legen wir mal ein Slab rein. Dann da. Ein Slab rein. Und in den letzten Dropper, wo rein gar nichts drin ist, noch nicht. Noch ein Slab. Dann füllen wir den Rest aus. Bitte nicht... Oh mein Gott. Okay, dann lasse ich so. Der wird, ist jetzt zwar aktiviert, aber ist auch nicht so schlimm. Das zu. Und so zu. Dann sollte es eigentlich klappen. Das heißt jetzt also, der ist aktiviert. Jetzt nehmen wir das weg. Jetzt feuert der. Und natürlich habe ich das eingesammelt, aber er, wie gesagt, er feuert. Dann würde das invertieren. Moment mal. Na komm. So. Jetzt nehmen wir es. Und jetzt invertiert es und feuert. Und jetzt haben wir also einen Kreislauf. Der alle 15 Minuten, weil es 5 Minuten pro Item braucht, haben wir einen Kreislauf, der alle 15 Minuten feuert.
Und das nutzen wir jetzt aus. Und zwar so. Wir werden, warte mal, hier ist... Ja, das dachte ich mir schon. Ich glaube, wir können es so machen. Wir machen es einfach so. Wir machen das hier. Wow. Oh Gott. Ist das invertiert? Ich glaube schon. Ich habe eine gute Idee. Ich, oh Gott, das gibt so einen Riesenleck. Ich baue da sozusagen ein, System rein, das den Tick so ein bisschen verkürzt. Das würde nämlich, das dauert ja dann 5 Minuten ein Tick. Bei, dem Kreislauf hier. Genau deswegen, werde ich einen Tick-Verkürzer, brauchen hier. Und das werde ich mit den Sticky Pistons hier machen. Funktioniert doch so, oder? Ja, funktioniert so. Wir sehen uns gleich. So, ich bin fertig. Ich muss da mal ein bisschen was verschieben, damit, das Ganze hier nicht interferiert. Denn, das da hat ganz knapp, die Druckplatte war 1 zu niedrig. War sozusagen auf der Höhe hier. Da war die Druckplatte und hätte dann bei dem Druck, die gesamte Leitung hier ausgelöst. Und deswegen muss ich das separieren. Aber das sollte jetzt auch schon funktionieren. Wir legen hier noch einen Cobblestone-Block hin. Jetzt ist der Dropper hier komplett abgescharrt. Komplett abgescharrt. Und jetzt müssen wir nur noch Müll reinlegen. Und dann passiert Folgendes. Dann wird also, wenn wir das jetzt gleich starten, ein Item hier rausfliegen, wird das hier invertieren. Also wird das hier aktivieren. Das, abgesehen davon, dass das gleich aktiviert, aber das erkläre ich euch gleich. Das geht hier drauf. Der Repeater wird aktiviert. Das geht an, an den Cobblestone hier. Dahinter. Upsala, Entschuldigung. Ist eine Redstone-Torch. Die geht aus. Und sobald das Item hier verwest, geht das wieder an und schießt den Dropper aus. Das heißt also, 15 Minuten vergehen und der ganze Kreislauf wiederholt sich. Bis ins Unendliche. Und jetzt, wieder mal gehe ich AFK. Wir machen mal. 15 Minuten geht ein gehen 3 Items weg. Also in 15 Minuten gehen... wovon rede ich? Alle 5 Minuten rechnen wir einfach mal runter. Alle 5 Minuten geht ein Item weg, weil wir bei einem Kreislauf 3 Items benötigen, die dann verschwinden. Das heißt also, alle 5 Minuten geht ein Item weg. Jetzt rechnen wir mal alle 5 Minuten mal 30. Das sind also 30 Items in der Stunde. Sind 720 Blöcke pro Tag, die wir Minecraft spielen. Das heißt also, aufgefordert, ohne Pause, wenn wir einen Tag lang Minecraft spielen, dann verbraucht es 720 Blöcke. Durch 64 sind 180 Stacks. Nee, warte. 18 Stacks. Ich habe gerade falsch eingegeben. Auf jeden Fall, 18 Stacks brauchen wir also an Items pro Tag, den wir spielen. Und glaubt mir, ein Tag ist lang, wenn wir in Minecraft den ganzen Tag hocken. Was ich ja manchmal getan habe. Auf jeden Fall, die Items sollte eigentlich lange noch durchhalten. Auf jeden Fall wird es dann hier aktivieren. Das geht in den Repeater. Der invertiert einmal diese Torch hier und aktiviert das da. Das geht hier runter und nein, das interferiert nicht hier, da hier auf der Höhe hier kein Block ist. Das geht hier runter, von dem Block aus hier runter, wird aktiviert. Schaltet diese Redstone Torch aus. Nach 2 Ticks, also einmal den Tick hier und einmal die 2 Ticks, geht das Ganze aus, aktiviert alle Pistons, denn wenn das aus ist, dann sind die ganzen Pistons an. Das heißt also, die gehen raus, schießen die ganzen Sugarcanes tot, beziehungsweise schieben sie in den Abgrund. Und dann ist die Leitung hier aus. Aber gleichzeitig läuft auch das hier los und nach 1, 2 machen wir hier 2. Das heißt also, das ist jetzt äquivalent. Die Torch plus die 2 Ticks hier sind 3. Das hier sind auch 3, aber dahinter kommen noch 4 Stück, wegen der 4. Stufe des Repeaters. Das heißt also, nach 4 Ticks geht das Ding wieder zurück. Und das Ganze passiert dann, umgekehrt passiert dann Folgendes. Das kann ich euch demonstrieren. Ich meine, also das jetzt aktiviert. Genau, und wenn wir es jetzt, und jetzt wäre der Block drauf. Jetzt wäre der Block drauf gekommen, aber jetzt würde ja das Ding wieder weggehen. Da passiert rein gar nichts. Das heißt also, das Ding wird einmal aktivieren, jedes Mal, wenn der Kreislauf durch ist. Und genau das wollen wir. Was ich jetzt also mache, ist, ich fülle das Ganze. Das hier fülle ich auch. Ich fülle jetzt das Ganze mit Müll. Mit wahrscheinlich Cobblestone Slabs oder sowas in der Richtung. Ich lege mal allen Müll ab hier. Und dann können wir dem Ding zuschauen, wie es von ganz allein meine Arbeit errichtet, die ich den ganzen Tag machen musste. Weil, habe ich nicht Holz gehabt? Ich hatte doch mehr als 60 Holz. Das habe ich irgendwo da reingetan. Auf jeden Fall, wie gesagt, dann wird das Ding meine Arbeit übernehmen. Und dann haben wir endlich unsere Sugarcane Farm fertig. Hier läuft ja immer noch was nach. Was ist denn hier los? Wow. Oh. Wow.
Okay, dann filmen wir das Ding mal mit Cobblestone Slabs. Oh, das wird schön. Das wird schön. Upsala, das filmen wir mal aus. Irgendwann mal werde ich das ganze Cobblestone hier entfernen. Und dann werde ich auch aufhören, mal mit Cobblestone zu arbeiten, weil das kann ich langsam nicht mehr sehen, den Block. Aber ja, das fülle ich jetzt mal ganz. Wir sehen uns gleich. Lass mich durch. Aua. So, weinen wir das Ding mal ein. Oh, nein. Oh, komm schon. Wird das nicht... So. Genau, und jetzt sammeln wir das Ding ein. Jetzt feuert das also einen Slab ab, den ich aus Versehen eingesammelt habe. Verdammt. Schmeißen wir das Ding mal rein. So. Jetzt aber. Jetzt wird das Ganze ewig lang laufen. Auf alle Ewigkeit hin, in alle Ewigkeit. Und wird den ganzen Sugarcane sammeln. Allerdings muss ich jetzt noch ein Auffangsystem hier aufbauen. Ansonsten überfüllt sich das Ding ganz schnell. Aber das sollte eigentlich ganz schnell gehen. Ist doch super so, oder? Doppelchest, 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 Doppelchest plus Hopper. Das Ding sollte so schnell nicht volllaufen. Vielleicht, werden wir mal am Ende der Folge nochmal schauen, wie viel das ist. Sollte aber nicht allzu viel sein, denn nach 15 Minuten, wenn ich eine Folge, wenn ich ungefähr eine Stunde oder eineinhalb Stunden aufnehme, ist es nur zweimal gelaufen oder so. Wovon rede ich? Das ist sechsmal gelaufen. Auf jeden Fall, sind wir damit fertig. Und damit, gebe ich zurück an meine süße Moderatorin Gundula Gause. Keine Ahnung. Okay, ich sollte den Witz lassen. Auf jeden Fall, wir bauen weiter an dem lieben Quarzhaus. Rathaus, Quarzhaus. Wisst ihr was? Ich glaube, ich habe den Namen gerade gefunden. Auf jeden Fall. Ein lieber User, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der aber eine richtig gute Idee gemacht hat. Der hat nämlich ein Video gemacht von einer Idee, die ich benutzen kann, um das Geländer für die Treppen hier zu machen. Und ich war so blöd, dass ich auf sowas gar nicht kam. Passt mal auf. Ihr denkt euch jetzt sicher, warum Treppen? Aber die sind doch... Nein. Passt mal auf, Leute. Er ist genial. Genial. Genital. Zwar so. Guckt mal. Also, sieht jetzt nicht spektakulär aus, wenn man nur eins nimmt, aber wenn man mehrere nimmt, dann, hat man den Dreh raus. So. Und so. Nee, warte. So. So. Genau. Und ebenfalls hier. Und schon hat man ein hübsches Geländer, Leute. Oder sowas, was man Geländer nennen kann. Auf jeden Fall das. Natürlich muss ich hier noch einen Z-Block hinsetzen, natürlich. Und dann haben wir auch schon unser Geländer, dass wir auch die Seite machen. Also von wegen Pillar-Quarzblocks etc. Brauchen wir alles gar nicht. So ein Schickimicki. Wir machen das hier. Und mal gucken, was wir noch verändern können. Ich will nicht viel dran machen, aber ich will was dran machen. Und genau deswegen sehen wir uns gleich wieder. Light Trice war der User. Das war gerade ziemlich laut, deswegen nochmal. Light Trice. L-I-G-H-T-T-R-I-C-E. Light Trice hat uns vorgeschlagen, die Treppen hier zu ersetzen. Warum ist das da? Habe ich das auf beiden hingesetzt? Nee. Warum war das da? Auf jeden Fall, ja, der hat vorgeschlagen, das mit den Treppen so zu machen. Und ich finde, ich habe das eigentlich ganz gut gelöst hier. Ich habe mal ein bisschen rumgebaut. Und vor allem, passt mal auf, ich habe das hier komplett freigelassen. Das heißt jetzt also, wir haben einmal Licht wegen den Rosen hier. Oder ich nenne sie jetzt einfach mal Rosen. Wobei ich einfach ein weißes Glas genommen habe. Das ist kein normales Glas, wie ihr sehen könnt. Kein normales Glas, das ist wirkliches weißes Glas. Das habe ich hier als Blumenform hingemacht. Zwar viermal. Und merke gerade, dass eins davon verschoben ist vom anderen. Mist. Eventuell muss ich die Blume... Obwohl, wisst ihr was? Das wird sowieso nicht ein symmetrisches Haus. Da ich noch was anderes habe. Und zwar, das hier steht im Weg. Das ist für die Pistentür. Und ich will sozusagen so einen Gang nach da machen und so eine Art Platzer hier. So ein Chill-Lounge hin machen. Und dann hier so einen geilen Balkon. So, die Treppen geht's hoch. So, also nicht so Treppen bis ganz oben hin, sondern so Slabs. So in der Kreisform. Wisst ihr was? Wir bauen es einfach mal live. Oh yeah. Slabs habe ich da, aber ich baue noch mehr davon. Genau. Wir machen einfach mal ganz viele Slabs. Und ich glaube, das war ein bisschen viel, kann das sein? Naja, gut. Wir machen noch ein paar Chisels. Sammeln bitte. Dankeschön. Genau. Genau. So. Man kann übrigens mit einem Block doppelklicken, ich glaube so. Dann sammelt er alle, die man hat in der Chest und so weiter. Auf jeden Fall so eine Art Quarz Balkon. Boah, das geht mir so auf den Sack, dass wenn ich hier durchrenne, dass es nicht zugeht. Ja.
Wir gehen mal zu mir hin und dann zeige ich euch, was ich so ein bisschen gemeint habe. Und zwar, einmal kann man damit das Pistending hier ein bisschen abdecken. Und zweitens mal mache ich hier sowieso einen Balkon hin. Und zwar hier so ein kreisförmiges Vorderding, nenne ich es jetzt einfach mal. Wenn ich das gemacht habe, kann ich einmal draus, wie gesagt, das Vorderding und natürlich den Balkon machen. Und da habe ich mir vorgestellt, dass man irgendwie so anfängt, so. Eventuell so. Ja, dann hier zwei, dann hier zwei Stück, so. Und natürlich geht es dann immer weiter hoch. Und ich glaube auch nicht, dass ich da anfange, sondern ich werde stattdessen, hier eventuell. Also einfach nur eins weiter, das wäre, glaube ich, eine Idee. Und dann, nein, so. Jetzt mache ich alle die weg. Und dann können wir immer eins nach oben machen, sodass wir dann irgendwann hier drüber kommen. So ungefähr, also praktisch jetzt auf die Höhe. Allerdings muss ich dann so machen. Hier dran, das Ding weg. Und so. So ungefähr. Allerdings will ich natürlich... Oh Gott. Wie machen wir das jetzt? Oh Gott. So wollte ich das eigentlich nicht. So wollte ich das. Kommen wir da drüber? Wir müssen auf die Höhe hier. Auf die Höhe will ich. Einfach aus dem Grund, weil dann ist Redstone, damit das komplett zugedeckt wird. Schaffe ich das? Ich glaube, das passt sogar ganz perfekt. Ich mache das mal fertig hier. Nein, das war, glaube ich, falsch. Ich mache das mal fertig und dann sehen wir uns gleich. Mal gucken, was ich daraus mache. Ja, ich würde sagen, das ist richtig so. Sieht aus, als ob ihr Rapunzel draufstehen sollte, aber wir müssen es von außen angucken, um zu wissen, oh Gott, oh Gott. Sieht aus, als ob ich gerade so ein industrielles Monstrum verstecken will, indem ich das so schön mache. Geht zu. Ja, wie machen wir das? Also, was ich machen kann, ist sozusagen, ich dachte gerade, da wäre ein Enderman. Wie wir das machen können, ist einfach, na, einfach ist nicht. Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, wie ich das machen soll. Auf jeden Fall kreisrund. Allerdings weiß ich nicht, wie ich das genau machen könnte mit den Säulen. Obwohl das noch das Einfachste ist. Also zuerst einmal muss ich das abdecken. Oh Gott. Das muss ich abdecken. Oh, come on. Dankeschön. Wie wäre es denn so? Wobei ich nicht mal weiß, ob ich das abdecken soll. Einfach aus dem Grund, weil es theoretisch schon abgedeckt ist, wenn ich es am Ende fertigstelle. Ich hole mal ganz kurz noch eine Treppe. Da bist du. Vielleicht klappt das sogar. Moment mal. Ich brauche... Nein, normale. Dankeschön. So, Treppe, Treppe. Obwohl. Eventuell... Hier mach ich mal Slap hin. Obwohl, Moment mal. So, so. Nee, das ist, klappt auch nicht. Wir machen Slap hier hin. Das heißt also, zuerst Slap, dann Block, dann Treppe, dann zwei Slaps, oder? War das richtig? Jo, passt sogar. Aber, wie machen wir jetzt den Balkon? Knüpfen wir ihn einfach da an und machen... Wir versuchen es mal mit oberen Half-Slabs. Das heißt also, wir machen den hier dran. So. Und zwar nicht unten, sondern oben. Und jetzt eine Kreisform. Ich glaube, die kann ich aus dem Kopf. Wir versuchen es mal. Das ist keine Kreisform. Das ist keine Kreisform. Ich glaube, das passt sogar so, oder? Warten? Nee. Das ist ja total unsymmetrisch. Was habe ich gemacht? Ich kann offensichtlich keine Kreisform. Ich glaube, so. Wir müssen es sowieso verbreitern, also von daher. Ich versuche das hier mal zu lösen. Ansonsten will ich euch nicht zugucken lassen, weil es so schrecklich ist. Gucken, ob ich es hinkriege. Ich glaube, so ist gut. Gehen wir mal hoch und versuchen mal so ein bisschen den Balkon zu bauen. Und dann sind wir auch schon einigermaßen fertig mit dem hier.
Ich will übrigens die Wände noch ein bisschen hochziehen mit pinkem Clay. Allerdings habe ich nicht genug. Ihr seht ja, es ist von unten bis oben hochgezogen. Und das kostet ordentlich. So, das reicht, oder? Dann machen wir mal so. Und vielleicht können wir mit Treppen irgendwas zaubern. So. Ah, nee. Ach, wir müssen das oben drauf. Okay, alles klar. Da weiß ich Bescheid. Dann machen wir die wieder weg und machen Treppen hin. Allerdings nicht richtig rum, sondern falsch rum. Das heißt also, wir machen die Treppen so rum. Perfekt. Und jetzt. So. So. Eventuell. Wir versuchen es mal. Oh ja, schön. Genau. Und jetzt verschönern wir das Ding noch. Sollen wir daraus so ein... Ah nee, ich mach da Säulen dran. Das war ein schweres Wort. Säulen. Das sind obere Slabs. Das heißt also, wir müssen auf jeden Fall unten Slabs dran setzen. Ansonsten kann man da keine Fences und so weiter dran setzen. Wenn wir überhaupt Fences brauchen, natürlich. Also machen wir es so. Das erinnert mich irgendwie an den letzten Dungeon aus Twilight Princess. Ich weiß nicht warum. Twilight Princess Zelda, meine ich. Und wie wär's... Was machen wir da? Der Gebank gibt's immer noch? Tatsächlich. Wie machen wir das jetzt genau? Hier eventuell eine Säule hin? Ich würde sagen, dahin machen wir die Säulen. Machen wir die aus wirklichen Pillarblocks? Ich mache mal ein paar. Und versuch's mal. Müssen wir natürlich hier die Säulen hinsetzen. Langsam krieg ich den Dreh raus mit den Pillarblocks. Jetzt allerdings sieht's scheiße aus, weil die Dinger genau aufs... Einmal, weil sie auf dem Gras sitzen. Und zweitens, weil sie, so alleine... Also, die sind einfach so basislos. Deswegen, wir gehen auch langsam die Quarzblöcke aus, kann das sein? Oh Gott. Und die Folge wird auch zu lang, wenn ich jetzt die ganze Zeit hier hocke und... Basis baue. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir machen da noch Treppen dran. Oder? Ich glaube schon. Oh Gott, das war falsch rum. Und tut mir leid, dass ich euch hier bauen lassen sehen. Dings da, ihr wisst schon, was ich meine. Normalerweise will ich das nicht gern machen. Einfach, weil ich das Gefühl habe, dass manche von euch da eventuell gelangweilt sind. Findet ihr, das passt? Weil, ich weiß, wisst ihr, was ich machen muss? Ich muss das oben auch dran setzen. Aber, wie ihr sehen könnt, wenn ich das tue... Oh Gott, jetzt habe ich einen Riesenfehler gemacht. Wenn ich das tue, dann, dann hängt es oben draus. Was wiederum bedeutet, dass ich eventuell die Basis, die Plattform da oben ein bisschen verdickere. Und dann... Tut mir leid, ich habe gerade was Dreckiges gedacht. Dann würde ich sagen, ich baue das nochmal um und wir sehen uns gleich. Hoffentlich. Wenn ich nicht zurück bin, dann ruft die Polizei nach 30 Minuten. So, jetzt bin ich fertig. Das hat ganz schön lang gedauert und ziemlich viel Ärger. Und das hat einen Grund. Und zwar, ich habe mir gedacht, hey, machst du doch außen auch eine Treppenlinie hin. Also sozusagen eine Linie außen und eine Linie innen. Und daraufhin, ich kann euch gleich mal was zeigen, was dann passiert ist. Es war bei mir andersrum. Das heißt also, ich habe es außen platziert und es ist passiert, was passiert ist. Hey, ich habe keine Treppen dabei. Wir gehen übrigens die Enderperlen aus. Und eben gerade habt ihr schon wieder den Effekt gesehen, wenn man unten drunter steht, dass es dann dunkler wird. Guck mal wie absolut dunkel der Himmel wird. Aber ja, ich habe die Treppen platziert, und zwar außen, dann ist das Folgende passiert. Ich wollte die außen platzieren und dann ist an den Ecken das passiert. Moment. Ups. Machen wir die Slabs weg, weil die da besser waren. So, so und zack. Schon ist das passiert. Dann haben die sich gegenseitig behindert. Oh Gott. Was habe ich getan? So, so und so. Und... Jetzt habe ich nichts zum Hochgehen. Jetzt muss ich euren Enderpalm benutzen. Hey! Dankeschön. So, und dann habe ich mir gedacht, hey, nutze doch Slabs. Und das hat mich dann nur hier vorne gestört, wenn man dann, ich will zwar schon wieder demonstrieren, weil man dann hier steht und kann kaum rausgucken, weil es so weit hinten ist. Habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt. Und deswegen habe ich es dann hier gelassen. Das heißt also, man hat hier so eine Plattform. Und, dann, kann man hier so ein bisschen rausgucken. Und ich glaube, entweder ich mache hier so ein Glasdom oben drauf. Oder...
Ich mache noch eine dritte Etage, obwohl ich das nicht in Planung hatte. Wobei ich eher zuerst intendiere. Aber das ist jetzt genug von dem lieben Haus hier. Dem Quarzhaus. Quarthaus. Ich kam immer nicht drüber hinweg, dass es so ein guter Name ist. Also Quarthaus irgendwie. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben wir das hier ein bisschen weitergemacht. Freut mich, dass wir weitergekommen sind. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Denn ich habe noch einen Stack Hard Clay gefunden. Und den platzieren wir mal dahin, wo er hingehört. Und zwar auf die Wände drauf. Und dann würde ich sagen, kommt das hier weg. Dankeschön. Und dann würde ich sagen, dann sind wir fertig mit Quarthaus für diese Episode. Aber ja. Machen wir mal weiter hier. Und wir sehen uns gleich wieder. So. Beim letzten Mal, als ich offline Minecraft gespielt habe, also ohne dass die Kamera dabei war. Oh ja. Das letzte Mal, als ich Minecraft gespielt habe, als die Kamera nicht dabei war, habe ich Holz ein bisschen gefarmt und habe deswegen auch so viel Darkwood, Dark Oak. Aber ich habe völlig vergessen, dass ich hier noch anstatt den Dark Oak Saplings noch was anderes habe. Und zwar die Akazie. Die Akazie, der Name wunderschön, hat eine der schönsten, in meinen Augen, schönsten, na komm. Oh mein Gott. Die neuen Bäume sind so finicky, so... Aber ja, eine der schönsten Farben, vor allem das Holz ist. Also das ist zwar sehr stark, aber freut mich immer, wenn neues Holz hinzugefügt wird. War es das? Jo, es war alles. Machen wir das mal in Planks und gucken mal. So schön beige oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich glaube, es ist rotbraun, so. Ja, also auf jeden Fall ziemlich... weil es so weich ist. Es ist nicht so hart. Nicht so eine harte Farbe, sondern so eine weiche Farbe. Und genau deswegen freut mich das ja so. Aber ja, ich wollte euch nur mal die Akazie hier zeigen. Wir lassen den Baum mal da. Aber die Saplings muss ich unbedingt behalten. Deswegen werde ich das jetzt noch aufsammeln. Und dann zeige ich euch noch was. Und zwar bei unserer Bahn in der Nether. Wo die hinführt bei dem Portal ins neue Land. Dort habe ich was gebaut. Was Schönes. Gucken, gehen wir mal hin. Oh, da kommen ja schon Saplings. Gehen wir mal hin. Und dann ist die Folge wahrscheinlich vorbei. Schade eigentlich. Das hier nehme ich auf, nachdem ich das Ende der Episode aufgenommen habe. Ich habe vergessen zu checken. Es ist gleich soweit. Gleich ist das Ding schießt das Ding los. Der Stein ist dort, wie ihr sehen könnt. Das Ding ist aktiviert. Das heißt also, die Redstone-Torch ist aus. Und sobald die angeht, was gleich passieren wird. Oh, aua. Dann wird das alles hier losfeuern und wir gucken uns das mal live an. Oh. Autsch. Wir gucken uns eins an, wo ganz viel ist. Wie wär's denn? Wie wär's hier? Ich meine, so viel ist das gar nicht. Aber wir machen einfach mal so. Wir gucken uns das an. So. Ich habe das Ende der Episode, wie gesagt, schon aufgenommen. Ich habe ganz vergessen, dass ich euch versprochen habe, das hier zu zeigen. Na komm. Das müsste passieren, es ist 58 bei mir. Und 53 ist passiert. 5 Minuten sind dazwischen. Glaube ich zumindest. Gleich müsste es passieren. 5, 4, 3, 2, 1 und... Ja, das war's. Aber ja, ich bin nochmal die Bahn lang gegangen, beziehungsweise nochmal die Bahn zu dem neuen Land. Und das Portal hat jetzt endlich funktioniert. Das heißt jetzt also, es führt uns jetzt anstatt mitten in die Luft und wir fallen runter und das Portal ist weg. Ist es jetzt stattdessen so, dass wir in den Untergrund gehen und dort das Portal steht in dem neuen Land. Und da ist interessant, denn da habe ich angefangen, so ein kleines Projekt zu machen, worauf mich Ito wieder hingewiesen hat. Wer hätte das gedacht? Langsam fühle ich mich echt, als ob ich... Oh, ich habe ja schon fertig gemacht. Oh, schönen Dank auch. Aber bevor ich das mache, will ich Folgendes machen. Ich will nochmal prüfen, ob ich die richtigen Pickaxes dabei habe. Natürlich nicht. Habe ich welche da? Ich gehe das Risiko lieber nicht ein und hole nochmal welche. So, ich habe endlich mal die Bahn zu Ende gebaut. Und ich hoffe, der Ton ist nicht allzu laut. Wisst ihr was? Ich mache das mal ein bisschen runter hier. So.
So geht das. Ich habe die Bahn zu Ende gebaut. Das heißt also, wir fahren hier lang. Ist nicht so sonderlich schön mit den Levers hier an der Wand. Aber das ist auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall, ich habe 3 Pickaxes dabei. Einer davon heißt Diamond Pickaxe. Die andere heißt Der Spammer und die andere heißt Sex Machine. Und ja, ich weiß, dieser Name ist einfach nur grandios. Auf jeden Fall, die Dinger haben Efficiency 5. Und zwar alle 3. Und wenn wir dann endlich da sind, dann kann ich euch was zeigen, was wir damit machen können. Und zwar gehen wir durch das Portal hier durch und kommen an eine spezielle Station, die ich aufgestellt habe. Und zwar einmal dieser Beacon hier. Das Ding ist auf Haste 2 eingestellt. Und wie ihr sicherlich wisst, wenn ihr mir zugeschaut habt, wie ich das Tal ausgehöhlt habe, dann wisst ihr sicherlich, dass man mit Haste 2 plus Efficiency 5 Steinblöcke spammen kann. Und das sieht so aus. Und ich merke gerade, ah ja, Sound ist wieder unten. Genau. Und damit kann man hier wunderbar einfach abbauen. Einfach nur drauf los abbauen. Und wenn man das macht, dann bekommt man extrem viel Ressourcen. Und zwar extrem, extrem viel Ressourcen. Und zwar, ich werde mal ganz spontan hier durchbauen. Ich wette mit euch, wenn ich bis 5 gezählt habe, dann kommen wir auf irgendeine Ohr. Vielleicht auch Diamant oder so. 1, 2, 3. Oh, da ist ja schon eine. Na gut, das zählt jetzt nicht, weil die schon offen war. Okay, wir suchen uns irgendeine Wand aus. Oh, da liegt ja noch ein Steinblock. Ich wollte vergessen. Ja, tatsächlich. War ja schon lange nicht mehr. Wir machen einfach mal hier weiter, genau. Und 3, 2, 1. Ich zähle bis 5 und schon geht's los. 1, 2, 3, 4 und 5. Nichts? Okay, wir suchen es nochmal. 1 und los. 1, 2, 3, 4 und 5. Schade. Naja gut, Cola zumindest. Aber auf jeden Fall, Fakt ist, ihr werdet sicherlich ziemlich viel finden. Und das Beste ist, ihr werdet so viel Diamanten finden, dass ihr es euch leisten könnt, die Pickaxes wieder zu reparieren. Und, wenn ihr dann einen Fortune 3 habt, dann könnt ihr Diamant abbauen und dann bekommt ihr Level dafür. Also, ist ziemlich cool. Das habe ich gemacht so. So habe ich auch übrigens die ganzen Diamanten, die ich hier habe, bekommen. Ist so gesehen eigentlich so ein bisschen arm, also in arm im Sinne von, dass man so wie durch eine Wand bauen und gucken, ob man ihr Ohrs bekommt, im Sinne von gerade durch eine Wand durch, irgendwann bekomme ich was. Ich finde es ganz gut, weil einmal kann man damit was ganz schnell aushöhlen und ich finde auch nicht, dass es so ein bisschen in Cheat-Richtung geht. Andere könnten es vielleicht denken, das wollte ich damit ausdrücken. Aber ja, auf jeden Fall habe ich dies getan. Und zwar, ihr nehmt am besten nicht so wie ich, ihr nehmt nicht so wie ich eine Fortune 3. Denn wenn die Fortune 3 herauf habt, dann kostet das Reparieren mehr. Stattdessen machen wir Folgendes. Wir versuchen es mal so. Geht das mit Reparieren? 35. Und wenn wir es benennen, ist zu teuer. Okay. Alles klar. Dann können wir es noch einmal reparieren. Wenn ich es aber umbenenne, dann ist es leider zu teuer. Vielleicht, wenn ich es so repariere. Ich versuche es mal mit Diamanten. Wenn ihr das nämlich habt, dann könnt ihr immer wieder reparieren. Dieselbe Pickaxe immer wieder reparieren. Und zwar reparieren nicht so wie ich, nicht so wie ich es jetzt mache. Machen mal. Nein, wir machen mal 33 drauf. Ihr müsst immer so reparieren, dass ihr eine Pickaxe reinlegt und die fertige Pickaxe, die am Ende rauskommen soll, vorne hin. Und dann müsst ihr es eigentlich 33 Level kosten, anders zu benennen und. Was ist jetzt passiert? Okay, jetzt bin ich durcheinander. Anders zu benennen und gleichzeitig zu reparieren. Und das immer wieder. Das heißt also, ihr könnt dieselbe Pickaxe immer wieder benutzen. Und wie gesagt, wenn ihr das macht hier, dann kommt ihr ganz offensichtlich irgendwann mal auf Ores. Ihr seht schon, Redstone. Oh, hier ist Lava. Wusste ich gar nicht. Ich bin übrigens auf Höhe 11. Ihr solltet das auf Höhe 12 machen. Da ist am besten. Denn ab Höhe 16 bis Höhe 9, glaube ich, gibt es Diamanten. Und da trifft ihr auf viele Diamanten, glaubt mir. Und das habe ich gemacht, aber wie gesagt, man braucht dafür erstmal einen Beacon und das ist ordentlich. Aber ja, das wollte ich euch noch zeigen, das hat mir Etho gezeigt. Und ich bin relativ erfolgreich damit gewesen. Damit will ich auch die Folge beenden.
wie gesagt, ihr braucht dann Haste 2 Beacon und zusätzlich Efficiency 5 Pickaxes. Damit könnt ihr dann spammen. Und das ist übrigens im neuen Land, ne? Ich bin hier gerade in einem Ozean zwar, aber das ist genau neben dem Stone Beach. Glaube ich zumindest. Ja, hier ist er. Aber ja, ich würde mal sagen, damit ist die Folge beendet. Das war Folge 113. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr zählen. Was war das nochmal? Egal, auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Minecraft wieder, wenn ich euch was Neues präsentiere. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es gefällt euch, dass die Folgen so ein bisschen länger sind als sonst. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Minecraft. See ya. Oh, ich wollte hier draufstehen. Moment. So. See ya.